haben jetzt nochmal zusammengesessen, dass wir nochmal besprochen haben, dass wir ab 17 Uhr ein gestaltetes Bild rausgeben. Wir haben hier und da noch Probleme, zum Beispiel bei der AfD. Wir wissen bisher immer noch nicht, wo wir uns Ü-Wagen abstellen dürfen und können, weil das ja eine Veranstaltung einer Partei ist und sie sozusagen dann dafür sorgen müssen, auch dass Straßen gesperrt sind. Wir haben noch hier und da ein bisschen Personalprobleme, weil natürlich Leute krank werden können mit einem. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich im Zeitplan zu diesem Moment. Wenn wir irgendwelche Engpässe sehen, können wir das gerne mit der Produktion, mit den Aufnahmeleitern vor Ort besprechen, dass wir das per Kurier dann hierher schicken. Können wir dann ummachen. Also man darf da keinen Automatismus drin setzen mit dem Ganzen. Wir sind ja davon abhängig, dass wir vor allen Dingen ja für das erste Programm die Statements ja als erster ja mit auf dem Sender haben wollen. Wenn dann die Leitung mit Überspielen belegt ist oder Tim Hirn oder Reinhard Becker sozusagen zum Reporter mal schnell schalten will, ist die Leitung da natürlich besetzt.